So, da bin ich zurück und ich habe mich ein wenig verhauen, denn ich habe gerade herausgefunden, dass wir diese Marke nicht brauchen, um an das Schiff zu kommen, sondern wir brauchen diese, um jetzt, ich hoffe, ich finde jetzt direkt den Weg. Moment, nachdenken. Da geht's zu den Bienen. Das müsste hier lang sein. Hallo? Und der Ausweis? Zeig mal her. Hoho. Oh, eine dieser schlampigen Arbeiten von Charlie. Hast Glück, dass dein neuer Kapitän weitsichtig ist. Ah, für dich ist immer noch kein Platz an Bord. Naranja schläft einen üblen Rausch aus, aber er wird schon kommen. Stehe ich wenigstens ganz oben auf der Warteliste? Wie gehabt. Ja, und vergiss nicht, dass Glotti sein eigenes Werkzeug mitbringen muss. Wird er? Er reist niemals ohne einen Haufen Werkzeug. Fein. Die Limbo nämlich auch nicht. Sitzt da nicht rum, sonst setzt du noch Muscheln an. Da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Aber okay, ein netter Plausch kann ja nicht schaden. Ich muss nämlich jetzt zurück zum Leichenschauhaus. Hier rechts. Nein, da komme ich ja wieder zurück. Zum Katzenwettbüro. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Hier vorne einfach beim Lukas-Kett in den Aufzug und dann können wir da nämlich nach oben fahren. Ah, so langsam habe ich das raus, wohin es hier geht. So. Ich weiß nicht, warum die Zwischensequenzen immer so laut sein müssen. Meine armen Ohren. So, tada, und da sind wir. Jetzt können wir hier unten rein. Hallo. So. Ihm können wir jetzt, hallo, den Dosenöffner geben. Ach Quatsch, den Metalldetektor geben. Wo ist er denn jetzt? Das ist er. Würde dir ein Metalldetektor helfen? Hey, das ist ja fast wie Weihnachten. Bis auf die Tatsache, dass ich bekommen habe, was ich mir schon immer gewünscht habe. Ja. Ein gravierter Ring. Eine Geil. Gürtelschnalle mit einem Namen drauf. Wer trägt schon eine Gürtelschnalle mit? Oh. Ja, ob das mal eine Anspielung war? So, jetzt können wir die nämlich mit einem der Toten austauschen. Du. Ah. Und, et voilà. Ah, was denn? Velasco, ich fürchte, ich habe hier einen deiner Jungs in der Leichenhalle. Ein Matrose mit Namen Naranja. Was? Wie? Ersprossen? Aber... Oh. Diese Stadt geht zum Teufel. Kann ein Matrose nicht mal mehr Landgang haben ohne... Ja, ich komme morgen früh rüber. Tag für Tag, Manny, befasse ich mich mit Elend. Ich finde Indizien, reime mir Geschichten zusammen, von denen keine gut ausgeht. Sie alle enden hier. Und die Moral der Geschichten bleibt immer gleich. Waren es auch Tage, waren es auch Jahre. Irgendwann landen wir halt auf der Bahre. Ja, das geht's uns allen so. Boah. Gut, jetzt wisst ihr auch, wofür wir das Medaillon gebraucht haben. Jetzt haben wir nämlich einen freien Platz auf dem Schiff. So, jetzt will ich aber da rein. Jetzt wird's wieder laut. Mit dem Fahrstuhl möchte ich nicht fahren. So, jetzt können wir hier wieder links abbiegen zu den Bienchen. Bienchen und Blümchen. Kommt die Biene zur Blume und, naja gut, das ist eine andere Geschichte. Ich will aber jetzt hier vorbei und zum Leuchtturm. Hallo? Ja, genau. Da will ich hin. Geh mal ein bisschen schneller, Manni.
So, den... Das hebe ich nicht auf. Na. Abgeschlossen. Genau, und dafür brauchen wir... den Schlüssel. Achso, wegstecken und reingehen. Lola? Geh weg, Manny. Ich will nicht, dass du mich so siehst. Lola? Hat Nick dir das angetan? Ja, er wollte dieses Foto unbedingt haben. Aber er wird es nie finden, dieses Schwein. Ich mach ihn fertig, Lola. Ich zeige Max das Bild und lass Nick auflaufen. Wo hast du es versteckt? Oh, Manny, es ist alles meine Schuld. Immer gerate ich an die falschen Typen. Wusstest du, dass ich mal in dich verknallt war? Aber du hattest ja immer nur diese Matche im Kopf. Und ich habe mich einfach nicht getraut. Lola, wo ist das Foto? Sag mir, hätte ich eine Chance gehabt? Vergiss es. Du musst Olivia warnen. Sie muss sich andere Männer aussuchen. Sonst wird sie so enden wie ich. Sag ihr, sie soll sich einen netten Kerl suchen wie dich. Lola! Lola! Tja, Freunde. Oh, Lola. Es ist eine Zunge darauf abgebildet und daneben steht Nummer 22, Lengua. Freunde, ist das mal irgendwie ziemlich traurig und irgendwie... Ach, ich weiß nicht. Ich bin gerade so depressiv. Oh, Mann, oh. Sie wurde ersprossen. Oh, naja, okay. Interessiert ja eh keinen hier. So, wie komme ich jetzt wieder zurück? Ach, nee, da lang. Hätte ich auch da andersrum gehen können. Ach, Mann. Ach, naja. Gut, gehen wir zurück. Nur geht auch einmal rein. Jetzt gehen wir nämlich mit der Karte. Quatsch, mit, ja, dem Foto, wie auch immer. Zu Lupe. Das ist unsere Angestellte in unserem Café, die in der Garderobe arbeitet. Dam, 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 dam. Oh, die arme Lola. Mann, die hat aber auch einen dramatischen Abgang gehabt, wie ich finde. So, da rein. Ah, da ist er schon. Das hier. Das ist eine Karte von meinem neuen Garderobensystem. Es ist dir also doch nicht egal. Kann ich meinen Mantel haben? Und ob? Ist das aufregend? Okay, okay, okay. Sekunde. Oh wei. Ob die mal zu viel Koffein im Blut hat? 22, 22, 22. Lengua, Lengua, Lengua. Hier ist er. Oh, Mist. Stimmt was nicht? Das gibt's doch nicht. Lupe, was ist denn? Das kann nicht deiner sein. Doch, doch, danke. Was willst du mit dieser winzigen Damenjacke? Du hast nicht zufällig da hinten eine Kamera gefunden? Nein. Sie muss sie irgendwo anders versteckt haben. Ich sag's dir morgen. Genau, weil Lola hatte ja vorhin im Blue Casket das Bild gemacht von den beiden. Und die Kamera suchen wir halt jetzt so. Und die gute Frau dahinter der Theke heißt nicht Lupe, sondern Lupe. Das wird ja Englisch ausgesprochen. aber die Jacke... Das ist Lolas Jacke. Arme Lola. Wenn ich nur ihre Kamera oder den Film hätte, dann hätte ich Nick da, wo ich ihn haben will. Da steckt ein Stück Papier in einer der Taschen. Da steht nichts weiter drauf als Nummer 36, der rostige Anker. Was soll denn das nun wieder bedeuten? Wir wissen es nicht, wir werden es aber herausfinden, Freunde. Das ist versprochen. Was aber sicher ist, ist, dass der Teil jetzt hier rum ist. Die 10 Minuten sind nämlich exakt jetzt rum. wir sehen uns somit also im nächsten Teil wieder mit dem Zettel Nummer 36, der rostige Anker, mit mir, dem NRW 18, mit Money und noch mit ganz viel mehr. Freut euch also, wie es weitergeht bei meinem Let's Play. Bis dahin, NRW 18. Adieu.